Schön, dass ich wieder eingeschaltet habe. Wir befinden uns immer noch bei Pokémon Schild, quasi am Ende oder nach dem Abspann, sozusagen in der After-Story, der Story nach der Hauptstory. Jetzt geht es um die legendären Pokémon und damit fangen wir jetzt auch gleich sofort an. Dazu müssen wir in den Wald, um zu sehen, was noch so alles kommt. Wie ist es in Zacian und Zamazenta so entgangen? Das werden wir sehen. Wir machen uns jetzt erstmal auf den Weg Richtung der Lichtung, wo wir die beiden schon mal getroffen haben. Nein, euch will ich nicht. Es geht da schon wieder los. Level 3 Makro, machen Abflug, aber Dali. Level 2 sogar nur. Giflor macht sich Sorgen, dass der Kampf schief laufen könnte. Ist recht, Giflor, ist recht. Wir flüchten. Gut. Ja, das Problem ist, wo war die Siedlung denn jetzt nochmal? Irgendwo hier diese Richtung, aber wo genau? Hallo? Ne, die will ich auch nicht, du stinkst. Du auch, Alter, diese ganzen Galas-Mokmoks hier, die mag ich sowieso nicht. Ging hier lang, ne, oder? Ich glaube hier rum, mach einen Abflug. Hier ging es lang, genau. Den Pokéball hatten wir dann beim letzten Mal schon eingesammelt, wo wir hier waren. Hier geht's rein. Genau. Speichervorgang, ja. Und da wartet auch schon Hope auf uns. Na, Hope, mein Freund, wie geht's denn so? Dennis, was machst du denn hier im Wald? Das könnte ich dich auch fragen, ja? Niemand traut sich in den Wald, in dem Zacian und Zamazenta geschlummert haben. Deswegen ist es hier auch so ruhig. Ein idealer Ort zum Nachdenken. Wie? Was sagst du da, Dennis? Du hattest das Gefühl, von irgendetwas hierher gerufen zu werden? Sehr seltsam. Oh, da fällt mir ein. Ich habe dir ja noch gar nicht zu deinem großen Sieg gratuliert. Herzlichen Glückwunsch, Dennis. Versteh das nicht falsch. Aber ich hätte echt nicht gedacht, dass mein lieber Nachbar meinem Bruder den Titel abnehmen würde. Er ist schließlich der allerbeste Trainer Galas. Der unschlagbare Champ. Das war er, Hope. Das war er. Jetzt bin ich der ungeschlagene Champ. Wenn ich ehrlich bin, kann ich es immer noch nicht ganz glauben. Du bist wirklich ein einzigartiger Trainer, Dennis. So einzigartig, dass ich es nur schwer fassen kann. Sag mal, Dennis. Würdest du nochmal gegen mich kämpfen? Ja, Hope, ich glaube zwar nicht, dass du die Chance hast, aber ich tue dir den Gefallen, damit du zufrieden bist. Klar doch. Danke. Ich will spüren, mit welcher Power du Delion übertrumpft hast. Sag mir sofort Bescheid, wenn du soweit bist. Ja, im kurzen Moment, da mache ich kurz einen Pokémon-Check. Giflor ist oben, das passt doch alles so, sind auch alle gesund. Wunderbar, kann losgehen. Lass uns kämpfen. Bist du bereit? Aber natürlich doch. Los geht's. Gut, Hope. Dann zeig mal, was du diesmal drauf hast. Ja, wieder Patschi Patschi, wie dein Bruder. Gut. Ich weiß, warum macht ihr nicht mal dieses Patschi Patschi? Hilft euch das irgendwie, oder? Och, da ist ein Zwoller. Dieses Zwoller geht mir schon so auf den Geist. Gut. Ja. Wir nehmen mal Blüht den Wirbel für den Start. Watteschild, okay. Verteidigung von Zwolok steigt drastisch. Okay, wir setzen trotzdem Blütenwirbel ein. Und macht so gut wie keinen Schaden. Giflor ist ein bisschen schläfrig. Ach, Giflor, stell dich nicht so an. Wir nehmen den Gigasauger. Ah, es kommt aus Risikodeckel. Sollte Giflor dich wegstecken? Ja, wunderbar sogar. Zwolok hat sich selbst geschadet und jetzt wird abgesaugt. Ja, und schadet Zwolok sogar sehr stark. Und jetzt nehmen wir zum Abschluss nochmal. Ich nehme nochmal Gigasauger. Ich habe das Gefühl, er benutzt einen Trank. Ja, wie vermutet. Oh, Hope, du bist so berechenbar. Also nochmal Gigasauger. Dann sind wir wieder voll geheilt und er hat wieder gut Schaden gekriegt. Gut, wir nehmen nochmal Gigasauger. Ja, weil jetzt habe ich schon vermutet, dass er nochmal angreift. Gut, dann heilen wir uns gleich wieder voll und geben ihm den Rest. Dann ist sein Zwolok schon mal weg. Jo. Tschüss, Zwolok.
So, was kommt denn als nächstes, Hübchen? Gramor setzt als nächstes. Okay, da will ich mal wechseln. Da gehe ich immer auf Belektro und dann brutzeln wir dein Gramor mal zu einem schönen knusprigen Hähnchen. Passt ja zu Weihnachten. Machen wir uns gleich den Weihnachtsbraten parat. Gut, wir benutzen natürlich einen sehr effektiven Stromstoß und brutzeln Gramor ins Jenseits. Tschüss, Gramor. Was? Der lebt noch? Ich mit dem Fitzel. Ja, der mit dem Fitzel überlebt. Oh gut, das sollte im Elektro eigentlich wegstecken. Ja. Tschüss, Gramor. Du hast dich gerade mal wieder selber erledigt. Und Belektro ist Level Up. Sehr schön. Es kommt sein Relaxo als nächstes. Gut, Relaxo habe ich wieder nicht allzu viel. Gengar geht nicht. Geisterattacken sind wirkungslos gegen ihn. Ich nehme Gramor. Macht zumindest ein bisschen Schaden. Los, Gramor, du schaffst das! Gut, was nehmen wir denn da mal am besten? Wir probieren mal den Sturzflug. Sollte Relaxo schon sehr gut Schaden zufügen. Auch wenn wir selber auch Schaden kriegen, aber wir sind robust genug. Ja, siehst du mal, dann reicht danach auch ein Burschnabel. Jetzt kommt der Hammer. Und geschwächt hast du dich dadurch auch. Oder besser gesagt, eine Initiative. Du kriegst jetzt einen Burschnabel, mein Freund. Brunnen wir dich weg. Tschüssi, Relaxo. Gut, was kommt denn als nächstes, mein Freund? Libelo, sein Starter, sein Häschen. Da haben wir die passenden Antworten. Nehmen wir auch unser Starter. Quappo, los geht's. Alles klar. So, Starter gegen Starter. Nur, dass meins effektiv ist. Wir nehmen natürlich den Präzisionsschuss. Babu, Pose und Bäm. Tschüss, Libelo. War sogar ein Volltreffer. So soll das sein. Na gut, EP gibt es jetzt nicht mal allzu viel. Ein Brietsiegel. Das ist, glaube ich, sein Elektro-Gafer. Da ist Quappo nicht gerade die beste Wahl. Ich weiß es gar nicht. Ich probiere es mal mit Gengar. Ist mal so schwer zu sagen bei seinem komischen Igel. Du bist Gengar, du musst auch mal was machen. Du bist sowieso selten im Kampf. Gut, wir probieren mal den Spukball. Ja, macht sogar sehr gut Schaden. Elektro-Pixar. Ah, guck, da steckt Gengar weg. Sehr schön. Da gibt es noch mal eine Spukballe. Ist ein Britz-Igel. Auch Geschichte. Ja, sehr schön. Oh, Hope, du musst noch viel, viel trainieren. So wird das nächste. Ein Urgel. Was ist denn ein Urgel? Keine Ahnung, was ein Urgel ist. Ich bleibe mal bei Gengar. Ach, der Pikachu-Fresser. Okay, der hätte ich vielleicht mal auf Elektro wechseln sollen, aber wir nehmen erstmal Spukball. Macht sogar sehr gut Schaden. Sehr, sehr schön. Und die Spezialverteidigung von Urgel ist auch gesunken. Next Strike. Okay, da ich nicht will, dass Gengar hops geht, werde ich jetzt einmal auf Elektro. Elektro ist nicht so gut. Ich werde auf... Auf etwas, das regelt Fukano Akami. Entschuldigung, wir haben ihn ja entwickelt. Ganz vergessen. Ich habe Fukano noch im Kopf gehabt. Es hätte zwar Gengar jetzt geschafft, aber der hat leider die Angewohnheit, aus dem Schuss eine Attacke zu machen, während er abnibbelt. Deshalb werde ich jetzt ihn wegknirschen. Usakani, Knirscher.
Geht doch. Und diesmal nicht? Sonst spuckt er mal mit Fischen oder Pikachus, was auch nochmal Schaden macht. Giefel erreicht Level 67. Hoop wurde besiegt. Tja, Hoop, ich sag doch, so wird das nix. Ich hätte nicht gedacht, dass du mir so weit voraus bist. Du gewinnst 14.400 Poké-Dollar. Ich weiß nicht, warum ich mir jemals Chancen gegen dich ausgemalt habe. Immerhin hast du Deleon, den Unschlagbaren, besiegt. Er ist nicht mehr unschlagbar, Junge. Sag mal, müsst ihr zwei Kids so laut sein? Sorry, kleiner Spaß. Usania. Herzlichen Glückwunsch zu deinem großen Sieg, Dennis. Jetzt bist du der Champ. Sieht so aus, danke. Ach, das war doch nur Glück. Machst du jetzt einen auf bescheiden oder was? Ach komm, du hast allen Grund, stolz zu sein. Was machst du eigentlich hier? Erledigst du was für Professor Magnolika? Um ehrlich zu sein, arbeite ich nicht mehr als Assistentin für meine Großmutter. Ich bin jetzt nämlich selbst Professorin. Was? Echt jetzt? Ich bin euch beiden übrigens sehr dankbar. Nur durch unser gemeinsames Abenteuer ist mir bewusst geworden, dass ich mich intensiver mit der Geschichte Galas befassen will. Außerdem habe ich Pokémon noch viel, viel lieber gewonnen als zuvor. Ich habe auch ein Buch geschrieben. Hier sogar ein mit Autogramm. Eine echte Rarität. Du erhältst Sanias Buch. Dieses Buch wurde vom Professor Sanya herausgebracht. Es ist eine unterhaltsam geschriebene Abhandlung über neue Erkenntnisse zu Legenden der Gala-Region. Ich habe schon eine Ausgabe. Ich habe mir meine gleich gekauft, als das Buch rauskam. Echt? Danke. Ich kann es dir nachher gerne signieren. Meine Großmutter sieht mich jetzt in einem ganz anderen Licht. Nicht zuletzt wegen des Buches. Aber das ist erst der Anfang von Professor Sanias Karriere. Das verspreche ich euch, Kids. Das glaube ich dir aus Wort, Sanja. Du und Dennis, ihr zwei seid echt fantastisch. Ich habe großen Respekt vor euch. Ach übrigens, was macht ihr hier eigentlich? Ich verstehe schon. Ihr seid bestimmt hier, um das rostige Schwert und den rostigen Schild zurückzubringen, oder? Ihr hattet ja sicher nicht vor, sie einfach zu behalten, oder? Wo denkst du hin? Das würden wir doch niemals tun. Ihr habt es komplett vergessen. Ich fasse es nicht. Aber mal ehrlich, ich glaube nicht, dass das im Sinne von Zacian und Zamazenta wäre. Hey Dennis, meinst du nicht, du hättest das Gefühl, dass dich irgendwas hierher ruft? Vielleicht hat das ja damit zu tun. Los, gehen wir das Schwert und den Schild zurück, um uns für die Rettung zu bedanken. Ich wette, dann sehen wir Zacian und Zamazenta irgendwann wieder. Okay, ja, das kriegen wir gerne hin. Moment. Ich würde gerne die Pokémon einmal heilen. Man weiß ja nie. Da gehen wir mal kurz auf Tränke. Hypertrank. Wir haben doch bestimmt auch Top-Tränke. Ich sortiere das Ganze mal. Ja, meine ich doch. Top-Tränke. Einmal für Gengar. Danke. Einmal für Gramora. Und dann natürlich auch nochmal Belektro. So, dann nehmen wir noch mal ein paar Supertränke für den Rest. Giflo kriege ich noch ein bisschen. Genau wie Akani. So, jetzt sind sie auch alle wieder fit. Und jetzt wollte ich mal kurz was gucken. Basistasche. Ich wollte was wegen Sanias Buch gucken. Abenteuer, Fäbel, Angel. Kann man da irgendwas mitmachen? Rotomrad, Sanias Buch. Die Professorin sagt immer, dies ist weder die rechte Zeit noch der rechte Ort dafür. Nö. Okay, ich dachte, ich kann vielleicht das Buch lesen oder so, aber anscheinend nicht. Dann bringen wir jetzt den rostigen Schild zurück. Möchtest du den rostigen Schild zurücklegen? Ja, das möchte ich. Zacian, Zamazenta, vielen Dank für eure Hilfe. Wir sind ein bisschen spät dran, aber wir bringen euch eure Schätze wieder. Hoop und du gebt das rostige Schwert und den rostigen Schild zurück. Das wäre erledigt. Lass uns nach Hause gehen, Dennis. Was hast du jetzt vor, Sanja? Bleibe noch etwas im Wald, um ein paar Nachforschungen anzustellen. Huch, der Energiequelldetektor schlägt aus.
Oha, oha. Wir haben uns schon gefragt, wer hier diesen Lärm veranstaltet. Was sind denn das für zwei Schnürfeilfrisuren? Schlechter Friseur, würde ich sagen. Oha, oha. Sind Sie etwa Professor Sarnia, die Autorin von Die Geschichte Galas? Ja, das bin ich. Heißt das, Sie haben mein Buch gelesen? Gewiss doch. Wir haben keine Seite, keinen Buchstaben ausgelassen. Wir haben es nicht nur gelesen, sondern auch gleich eine angemessene Bewertung im Internet hinterlassen. Ich zitiere. Ein widerliches Buch voller Lügen, leider nicht mehr wert als einen Stern. Wie bitte? In meinem Buch stehen ganz sicher keine Lügen. Sag mal, geht's noch? Das ist super unhöflich. Ich bin Schwerthold. Und ich Schildrich. Oh Gott, ich verstehe zwar die Anspielung mit den Frisuren, aber das geht gar nicht, Game Freak, das geht gar nicht. In unseren Adern fließt blaues Blut, denn wir sind die einzig wahren königlichen Erben Galas. Nicht nur das, wir sind obendrein auch noch unheimlich berühmt. Wahre Erben, blaues Blut, was faselt ihr da? Was stimmt mit ihnen denn nicht? Oha, oha, sind das etwa das Schwert und der Schild, von dem wir so viel gehört haben? Oha, oha, sind sie wirklich echt? Sie sehen ja unfassbar schäbig aus. Ich bin nicht gerade erpicht darauf, sie mit bloßen Händen anzufassen. Schwerthold ergreift das rostige Schwert. Schildrich ergreift den rostigen Schild. Hey, Finger weg, wir haben dir eben erst zurückgebracht. Wer hat dich denn nach deiner Meinung gefragt? Wir haben nur etwas vom Boden aufgelesen. Aber da du dich so lautstark beschwerst, kannst du sicher beweisen, wem sie gehören, wie soll ich denn beweisen, wem dieses uralte Zeug gehört? Jedenfalls sind der Schwert und der Schild sehr wichtig für Zassian und Zamazenta. Du meine Güte, von einfachen Jungen aus dem niederen Volk legst du einen ziemlich frechen Ton an den Tag. Wenn du dich so weit aus dem Fenster lehnst, mache es dir sicher nichts aus, diese Sache in einem Kampf zu klären. Wir sind nämlich so berühmt, dass wir uns für keinen Kampf zu schade sind. Was auch immer das heißen soll. Du hast die Ehre, gegen mich an den mächtigen Schildrich kämpfen zu dürfen. Ah ja, dann zeigen wir dem Mann Schnösel mal, wo der Hammer hängt. Pokémon-Trainer Schildrich fordert dich heraus. Dann wollen wir mal seine Frisur richten. Er kommt mit Lauchzelot. Okay. Wir machen ihn platt, damit er das Schwert und den Schild wieder zurückliegt. So, das ist, glaube ich, Kampfflut. Da ist Giflor nicht gerade die beste Wahl, würde ich sagen. Ich probiere es trotzdem mal mit einem Gigasauger. Sternensturm. Naja, gut, Giflor ist halt wie immer unser Tank. Hat's gut weggesteckt. Aber das dürfte auch nicht allzu viel Schaden machen, obwohl es geht. Ja, das geht in der Tat. Giflor denkt gerade am Pokécamp. Giflor, lass es! Nochmal Gigasauger, jetzt wird gekämpft! Ah, Lauchzelot kann sich wegen Rückstoß nicht bewegen. Sehr schön. Tschüss, Lauchzelot. Und Giflor ist wieder voll. Jö. Was kommt denn als nächstes von dir, mein Freund? Ein Bronzong. Bronzong ist Stahl, das weiß ich. Okay, Akani, du gehst an den Start. Das schaffst du schon, Akani. Ich glaube an dich. Los, Akani. Jo, meine ich doch. Das ist mir dieses Bimmel-Pokémon. Ding, dong, die Glocke. Wir nehmen natürlich den Flammenwurf. Brutzel es weg. Bring seine Glocke zum Schmelzen. Geht doch. Bronzong wurde besiegt. Und Akani ist auch Level Up, genau wie Cramora. Das
Als nächstes kommt Legios. Legios ist der Kampfwurm, das wissen wir auch noch. Okay, da wäre am besten Gramor wegen Flugattacken. Gut gekämpft, Akani, aber bitte komm zurück. Dein Kollege Gramora ist am Start. Pokémon-Trainer Schildrich, ja. Setz Legios ein. Also viel drauf habt ihr bei den Schnösel aber nicht. Wir nehmen natürlich den Sturzflug, um ganz sicher zu gehen. Dann ist Legios erledigt. Tschüss, Legios. Also bis jetzt hast du nicht wirklich viel drauf gehabt, mein Freund. Oh gut, der Schaden ging doch nur. Und als nächstes kommt Klick die Klack. Klick die Kack ist Elektrostahl. Wir werden wieder wechseln auf Akani. Akani regelt schon. Danke für deine Arbeit, Gramor. Und Akani, du bist nochmal am Start. Ich glaube an dich. Du schaffst das. Genug aufgewärmt. Jetzt mache ich ernst. Ja, du heißt vielleicht Ernst mit Zweitnamen, aber Ernst machst du noch lange nicht. Du Ernst August, du. Wir nehmen... Ach komm, das ist eh das letzte Pokémon. Wir nehmen den Flammenblitz. Kriegen wir zwar selber Schaden, aber er ist auch platt. Los, Akani. Tschüss, klick die Klack. So, da wäre er besiegt. Du gab leider kein Level mehr ab, aber Schildrich wurde besiegt. Oh, wie konnte das passieren? Meine Pokémon! Du hast den rostigen Schild wieder an dich genommen. Pah, es scheint, als hätte ich deine Fähigkeiten unterschätzt. Immerhin hast du das Team besiegt, das mich auf meinen Spaziergängen begleitet. Bravo! Wie dem auch sei, dem Lachen nachzuurteilen, hat mein älterer Bruder den Sieg errungen. Oh, Hope, du bist so eine Flachpfeife. Wie kannst du denn jeden Kampf verlieren? Tut mir leid, Dennis. Ich hab verloren. Was war denn los, Junge? Hat dich meine glorreiche Haarpracht, die so wunderschön ist, so sehr eingeschüchtert? Oder warst du mit den Gedanken einfach woanders? Aber sag mal, liebes Brüderchen, ist das nicht der Trainer, der Andy Nalos unter Kontrolle gebracht hat? Jetzt, wo du es sagst? Ja, du hast recht, das muss der kleine Rotzlöffel sein, der uns die Chance genommen hat, als Helden im Rampenlicht zu stehen. Meine Informationen zufolge war er auch Zeuge der Zerstörung der Wandmalerei, die unsere Vorfahren so kunstvoll angefertigt hatten. Solch ein Frevel, dann hat dieser Bengel also die Zerstörung der Wandmalerei zu verantworten, die unsere Familie seit Generationen verehrte. Meinen Sie die Wandmalerei, die die Statue von Zassian und Zabazenta verdeckt hat? Denn es hat überhaupt nichts damit zu tun, dass sie zerstört wurde. Ziehen wir uns fürs Erste zurück. Nächstes Mal bringen wir stärkere Pokémon mit und dann stampfen wir ihn in Grund und Boden. So soll es sein. In diesem Sinne, ade. Hey, hier geblieben. Gebt das rostige Schwert zurück. Warte, Hoop. Also wirklich, er kann den doch nicht einfach Hals über Kopf nachjagen. Du trägst das Ganze wie immer mit Fassung, hm? Hm, seltsam, dass Hoop gegen diesen Schnösel verloren hat. Er wirkte etwas unkonzentriert während des Kampfes. Vielleicht war das ja der Grund. Immerhin musste er dabei zusehen, wie du als sein Rivale zum Champ geworden bist. Selbst jemand wie Hoop wird es zu schaffen machen, wenn er das Ziel vor Augen verliert. Aber damit beschäftigen wir uns später. Jetzt müssen wir erstmal diese beiden Clowns Schwerthold und Schildrich finden. Und ich habe auch schon eine Idee, wie wir das anstellen können. Wollen wir das vielleicht im Labor an Raspberry besprechen? Klar, machen wir. Danke. Ich hätte gar nicht fragen müssen, was? Gut, dann bis gleich im Pokémon-Labor. Okay, das ging ja mal schnell. Wir sind ja gleich direkt aus dem Wald rausgeportet worden. Wie geht's denn unserem Pokémon? Ja, gut, sie haben ja nicht viel Schaden genommen, aber ein bisschen haben sie. Wir reden einmal kurz mit Mami.
Weil Mami heilt ja auch bekanntlich. Oh, Giflor, sieht so aus, als könnte es eine Pause gebrauchen. Ruht euch kurz aus. Dimbidim, danke Mami. Natürlich kann ich aber nicht Uschi nennen. Mit einem Meisterball kann man doch garantiert jedes Pokémon fangen, oder? Wahnsinn. Irgendwann triffst du mal ein Pokémon, bei dem du so einen Ball einsetzen möchtest. Ja, ich weiß auch schon welches, aber das dauert noch etwas. Dann machen wir uns mal auf den Weg nach Raspberry. Da jetzt hin supporten ist auch Schwachsinn, weil es ist ja gleich davor, ne? Wir radeln erstmal den Weg. Ja, da radeln wir jetzt lang. Ja, da radeln wir jetzt lang. So. Hier vorne ist da schon Raspberry. Gut, da wären wir. So. Da fällt mir was ein. Moment, bevor wir das jetzt machen. Das muss natürlich, wir rennen immer noch mit der Uniform des Feuer-Arena-Leiters durch die Gegend. Ne, das Feuer ist nicht. Das Drachen-Arena-Leiters Roy. Das ist ja schon längst Geschichte. Wir gehen uns mal kurz umziehen. Und zwar, haben wir noch was in Delion gekriegt? Ja, wir haben noch die Champ-Uniform. Wie sieht die denn aus? Och, ne. Ich meine, die wird zwar jetzt passen. Wir sind immerhin der Champ, aber... Och, nö, das ist ja gut. Wir werden sie erstmal anziehen. Ja, weil ich nicht glaube, dass es hier im Laden noch wirklich großartig was anderes gibt. Aber hübsch ist sie nicht gerade. Ich werde mal gucken, aber ich glaube nicht, dass es hier großartig was gibt. Shirt, Shirt, Shirt. Ne, ne. Alles Shirts. T-Shirt Akane, 30. Oh gut, das Geld hätten wir, ne? T-Shirt Akane hat definitiv was, ehrlich gesagt. Urban nicht so, Curry, ne, Curry bestimmt nicht. Ich würde gerne das T-Shirt Akani, machen wir uns mal ein bisschen schick hier. 30.000, wir haben das Geld, so. Möchte ich gleich anziehen. Brauchen wir überhaupt eine Jacke dazu? Wir nehmen mal Kapuzenjacke, das sind alles Kapuzenjacken. Nein, eine Jacke brauchen wir gar nicht. Dann passt natürlich noch die passende Hose, das wäre nicht verkehrt. Aber, naja, hosenmäßig ist hier nicht gerade was Hübsches. Orange, blau... Naja, gelb, rot, weiß. Ich würde sagen, wir nehmen blau, oder? Ja. Ja, möchte ich gleich anziehen. So, gut, die Socken sieht man ja eh nicht. Dann gehe ich erstmal aus Schüchen. Jetzt sieht man die Socken. Okay. Halbschuhe, Halbschuhe. Ja, gut. Nimm nur schwarze Schuhe. Schwarz passt überall zu. Da müssen wir jetzt auch mal auf die Socken wechseln. Dazu nehmen wir natürlich... Ja, bestimmt nicht pink. Wir nehmen graue Socken. So, Rucksäcke gibt es wahrscheinlich nichts Tolles. Ne, die lassen wir mal so. Cappy brauchen wir nicht. Sind ja eh nur Ballonmützen, oder? Und hässliche Strickmützen, ne. Brille. Brille passt irgendwie nicht zu uns. Absolut nicht. Ne, Brille lassen wir auch mal weg. Und Handschuhe brauchen wir genauso wenig. Gut. Dann lassen wir es mal so. Einkauf beenden. Vielen Dank, wenn du dich umziehen möchtest. Nutze doch einfach unsere Umkleidekabine. Eigentlich können wir es so lassen, ne? Ja. Okay. Dann gehen wir rüber zum Pokémon-Labor. Besprechen mit Sanya. Alter, das Pokémon-Labor war da unten. Jetzt laufe ich mir schon wieder. Besprechen mit Sanya, wie es weitergehen soll. Wir müssen die Schnösel ja schließlich irgendwie wiederfinden. Die haben das rostige Schwert geklaut. Das Schild haben wir wieder, das Schwert haben sie geklaut. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen hoch da. Seid gespannt, wie es weitergeht. Morgen. Tschüssi.